Herr Dr. Peitgen, welche Rolle spielt die Digitalisierung in der Bildgebung? Oberflächlich bedeutet das zunächst einmal, dass man die Bilder, die man bisher vorwiegend auf Filmen angesehen hat, besonders in der Radiologie, auf Bildschirmen sehen kann. Das ist also eine reine Ersatztechnologie. Hintergründig passiert aber etwas sehr viel Tieferes. Die Bilder sind ja Ergebnisse von Messungen. In der einfachen Radiologie wird einfach die Schwächung des Röntgenstrahls am Gewebe, am Knochen oder was auch immer gemessen. In der Kernspinresonanztomographie werden natürlich Prozesse, Funktionen gemessen und werden dann zu Bildern zusammengesetzt. Und das, was die Digitalisierung nun freisetzt, ist die Möglichkeit, dass wir diese Messungen nativ anschauen können, dass wir sie als Messungen begreifen können, dass wir sie auswerten können und damit etwas leisten können, was über das Auge weit hinausgeht. Denn das Auge des Betrachters, des Radiologen oder wer auch immer die Bilder betrachtet, ist ja gebunden oder auch limitiert durch das, was das Auge sehen kann und das, was das Erfahrungswissen des Betrachters dann ausmacht, hinzufügt, zusammenbringt. Und da können wir durch die digitalen Technologien sehr viel weitergehen. Wir können also die Messungen interpretieren auf eine Art und Weise, wie das ein Naturwissenschaftler machen würde. Und das führt zu völlig neuen Forschungsszenarien, völlig neuen Forschungscommunities, die so etwas bewirken wie eine quantitative Radiologie im besten Sinne. Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich hierdurch? Bitte nennen Sie einige konkrete Beispiele. Also etwa in der Brustkrebserkennung, wo es darum geht, frühe, kleinste tumoröse Entwicklungen festzustellen, kann man mit Computerhilfe die Auswertung der Messung so weit treiben, dass man Systeme bauen kann, die Brustkrebs autonom erkennen können. Damit kann man erreichen, dass man auch Läsionen noch erkennen kann, die das menschliche Auge im Durchschnitt nicht mehr sehen würde. Und es geht natürlich um den Durchschnitt. Wir wollen ja in dem Problem, etwas an der Krankenversorgung zu bessern, nicht vergessen, dass wir in der Versorgung der Kranken eine erhebliche Inhomogenität haben. Jeder möchte, wenn er in ein Krankenhaus kommt, natürlich die beste Versorgung haben, die beste Diagnose, die beste Therapie. Ist das tatsächlich in der Fläche über ein ganzes Land gegeben? Ist das wirklich homogen? Die Antwort ist natürlich, das ist nicht so. Und deshalb zielt moderne Medizin auch darauf, die Qualität einerseits zu heben und andererseits homogen zu machen. Also einen Beitrag dazu zu leisten, dass ein Kranker, der in ein Krankenhaus kommt, die wirklich bestmögliche Versorgung erhält. Dazu kann die neue digitale Sichtweise einen erheblichen Beitrag leisten, etwa im Fall von Brustkrebsfrüherkennung. Ein anderer Fall ist der Fall, der mich persönlich darüber hinaus in den letzten Jahren sehr motiviert hat, und das ist die Frage bei chirurgischen Eingriffen, das Risiko vor der Operation, vor dem Eingriff genau zu erkunden. Das konnte man natürlich bisher in einem bestimmten Umfang auch, indem man die radiologischen Bilder, etwa Computertomographie oder Kernspinresonanztomographie, in der üblichen Art und Weise der Schnittbilddarstellung als Chirurg betrachten konnte und dann durch das Erfahrungswissen, durch das grundlegende anatomische Wissen, wie ist eigentlich eine Leber anatomisch aufgebaut, wie laufen die Gefäße in aller Regel auch. Aber da können wir nun durch die neuen Möglichkeiten einen großen Schritt weitergehen, indem wir das Risiko einerseits Patienten individuell erfassen können, quantifizieren können und damit vor dem Eingriff eine Beschreibung für den Chirurgen liefern können, die ihm sagt, in dieser Leber wird dieser tumoröse Zustand dazu führen, dass ganz bestimmte Risiken so groß oder so groß sein werden und entsprechend die Entscheidung fällen, ist das überhaupt machbar? Und wenn es machbar ist, was ist die günstigste Art und Weise? Was ist der optimale chirurgische Zugriff, also der Schnittplan.
Und das ist eine Möglichkeit, die weit über das hinausgeht, was das menschliche Auge beim Durchmustern der Schnittbilder sowie früher und des Erfahrungswissens eines Chirurgen oder Radiologen leisten kann. Wie ist der Stand bei Forschung und Realisierung dieser neuen Entwicklungen? Also zunächst mal hat die Digitalisierung weltweit Forschungsgruppen ins Leben gerufen, die sich damit beschäftigt haben, wie kann man die Bilder besser machen. Das ist dann die Frage der Bildverarbeitung. Wie kann man die Bildqualität besser machen? Wie kann man die Bilder besser lesbar machen? Das war mal der erste Angriff, den die forschende Community gemacht hat. Und ich würde sagen, der ist weitgehend schon abgeschlossen. Da lässt sich immer noch was tun. Und jetzt sind wir in einer neuen Phase, in der man, so wie ich es nennen würde, über das, was das Auge leisten kann, hinausgeht. Also Hilfen, Assistenzsysteme zur Verfügung stellt, die auf der Grundlage der Messungen jenseits des Auges neue Informationen extrahiert für die grundsätzlichen Fragen der Diagnose und Therapie. Und sobald man das hat, also etwa das, was ich schon genannt habe, die Frage, wie kann man die Risiken in einem chirurgischen Eingriff vor dem Eingriff erfahrbar machen, beurteilbar machen und dann auch dem Chirurgen zur Verfügung stellen, die Frage, wie kann ich dieses Wissen in den Operationssaal übertragen, auf das Organ, das ich bearbeite. Der gegenwärtige Stand ist, dass wir dieses Wissen dem Chirurgen mitteilen können, in Bildern, in quantifizierten Darstellungen. Er muss aber immer noch dieses Wissen in sich aufnehmen und dann bei der Arbeit am Organ selber umsetzen. Und der nächste Schritt, die nächste Phase ist, dieses Wissen direkt auf das Organ in einer nützlichen Art und Weise aufzubringen. Etwa durch Projektionen oder durch die Verwendung von navigierter Chirurgie. Das soll heißen, dass ich die bildlichen Darstellungen auf einem Bildschirm im OP zur Ansicht bringe und gleichzeitig die chirurgischen Instrumente auf dem Organ, auf dem Bildschirm sichtbar mache, also eine Verbindung herstelle zwischen der Arbeit am Organ und der vorher durchgeführten Risikoanalyse. Das ist dann das Gebiet der navigierten Weichteilchirurgie, etwa am Beispiel der Leber. Das ist gegenwärtig weltweit in intensiver Forschung, hat erhebliche Schwierigkeiten noch zu überwinden, von denen man aber hoffen darf, dass sie in den nächsten Jahren überwunden werden können. Hauptproblem bei diesem Versuch, die Informationen auf das Organ zu bringen, besteht darin, dass in der Weichteilchirurgie die Organe sich erst einmal durch die Atmung etwa bewegen, also nicht fixiert sind. Und das bedeutet, dass dieser navigierte Zugriff oder diese navigierte Korrespondenz zwischen Arbeit am Organ und bildlicher Darstellung auf einem Monitor sich ständig verändert, etwa durch die Atembewegung. Und das andere große Hindernis, an dem wir arbeiten und viele andere Gruppen arbeiten, ist, dass sich bei der Arbeit am Organ, etwa der Leber, natürlich die Leber selber verändert. Es wird ja dann geschnitten. Und die Leber hat dann nicht mehr ihre ursprüngliche Form, so wie sie im ungeöffneten Körper noch vorlag. Und dann noch die Korrespondenz valide herzustellen, ist heute in Laborzusammenhängen mit sehr viel Computerunterstützung und Technologieunterstützung möglich, aber ist noch weit von der Routine. Aber die Hoffnung ist, dass man das in den nächsten Jahren überwinden kann. Welche Rolle sehen Sie hierbei für die medizinischen Informatiker? Also ich glaube, dass wir eine Situation heute schon haben, wo in den medizinischen Arbeitsgruppen, in denen Bilder eine wesentliche Rolle spielen, neben den Medizinphysiker, der ja schon lange Standard ist, der zur medizinischen Arbeitsgruppe hinzugehört, in den nächsten Jahren erleben werden, dass weitere Berufsgruppen hinzukommen, etwa der Medizininformatiker, der in der Lage ist, nicht nur die Forschung voranzubringen, sondern auch diese komplexen Technologiesysteme zu führen, in Zusammenarbeit mit den Medizinern tatsächlich einsetzbar zu machen und Hilfe zu geben.